Ja, im Großen und Ganzen haben wir uns eigentlich mehr erhofft heute. Weil wir wollten das Spiel eigentlich länger knapp halten, sind unglücklich in die Partie gestartet und das sieht man halt eben, dass die Löwen zurzeit wohl die beste Mannschaft Deutschlands sind, dass die solche Fehler, die wir dann gemacht haben, ganz schwer ausnutzen. Und ein bisschen enttäuscht sind wir, aber wir dürfen das jetzt auch nicht überbewerten. Also wie gesagt, wir haben gegen Tabellenführer zu Hause verloren, das passiert mal. In der zweiten Hälfte war der sehr viel besser. In der ersten Hälfte habe ich gedacht, Mensch, das ist eine super Abwehr, die immer bei euch stand. Die wurde viel zu leicht durchschlagen, oder, von den Löwen? Da waren zu viele leichte Tore drin. Ja klar, das meine ich in der ersten Halbzeit. Da sind wir ja ein bisschen zu weit auseinander gestanden, haben es oft versäumt, richtig auszuhelfen, das Spiel zu unterbrechen. Und so haben dann die Löwen eben das ja, clever ausgespielt. In der zweiten Halbzeit sind wir dann besser gestanden, kompakter, aggressiver gewesen. Und da hat es auch besser geklappt. I think it's the best team in Germany, so it's the best, for me it's the best team in the world, you know. It was really difficult, we tried, but I think we made too many mistakes. Did you see any chance to make points here? Yes, of course. As the older game we play, we always think that we always want to win, and we prepared this game to win the game. We did everything to win the game, it wasn't enough, but the season is... Ist long. No. Es war ja von Anfang an klar, die Rhein-Neckar-Löwen, eine unglaublich gute Mannschaft. Die spielen mit unglaublich viel Tempo, da sind wir halt schwer in die Zweikämpfe gekommen in der Abwehr, die haben uns überrollt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben gekämpft, sind dran geblieben. Ich glaube, das ist auch ein Ergebnis, mit dem wir dann am Schluss doch noch leben können. Und jetzt haben wir ein bisschen Luft, jetzt können wir ein bisschen uns erholen, uns dann für die neuen Aufgaben wieder ja, Kräfte sammeln und dann geht's weiter. Für dich ist ja schon was Besonderes, gegen so eine Top-Mannschaft anzutreten. Wie hast du dich dabei gefühlt? Warst du aufgeregt? Ja, natürlich. Vor jedem so einem Spiel ist man sehr, sehr aufgeregt. Aber es war jetzt nicht mein erstes Bundesligaspiel. Von dem her bekommt man da schon ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Routine, aber ein bisschen gewohnt ist man das schon. Aber es war natürlich was Tolles und für mich am Schluss auch mit den zwei Toren natürlich toll. Aber trotzdem hätte ich natürlich lieber einen Punkt geholt, aber so ist halt der Sport. Wir hatten ja viele Verletzte auch. Von daher hatten wir eine schwierige Ausgangssituation schon vor dem Spiel. Wir mussten improvisieren. Niklas Ruß als Rechtshänder, als gelernter Linksaußen, auf Rechtsaußen. Und wir sind auch schwierig ins Spiel reingekommen. Durch das Tempo von den Rhein-Neckar-Löwen, durch den guten Angriff von den Rhein-Neckar-Löwen sind wir nicht so gut ins Spiel reingekommen. Auch im Angriff hat es ein bisschen gestockt. Und ja, müssen wir das Beste draus machen. Weiter trainieren, weiterarbeiten und weiter geht's. Die Abwehr, die sonst immer super stand, wurde heute von den Löwen in der ersten Hälfte vor allem ganz schnell mit schnellen Gegenschüssen durchlöchert. Habt ihr da zu wenig gemacht oder habt ihr die Abwehr zu wenig beachtet diesmal? Ja, das stimmt schon. Die Abwehr stand nicht gut heute. Aber man muss auch sagen, da fehlt halt ein Dennis Wilke, ein Fabian Böhm. Da fehlen halt wichtige Leute in der Abwehr. Deswegen kann man auch nicht mehr eigentlich verlangen von dieser Abwehr. Natürlich können wir das auch mit dieser Mannschaft besser machen, aber Yannick Hausmann war auch lange nicht da und hat mit uns gar nicht trainiert. Und wir konnten mit der Mannschaft in der Abwehr gar nicht viel trainieren. Von daher haben wir so einfach gespielt, wie wir es konnten mit dieser Mannschaft. Wollten das Beste draus machen, haben halt 100% gegeben heute, aber das waren heute unsere 100%. Weiter geht's. Das war in der ersten Halbzeit ein gravierender Fehler, dass wir nicht so schnell genug zurückgekommen sind und dann nicht unsere kompakte Abwehr stellen konnte. Alles klar, wie geht es jetzt weiter beim HBB? Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen Pause, können uns mal wieder zwei, drei Tage erholen und den Kopf ein bisschen frei bekommen. War alles ziemlich viel die letzten Wochen und dann werden wir wieder so angreifen, wie es vor ein paar Wochen auch war.